Das Sportforum Hohenschönhausen wurde am Samstag, den 14. Oktober, zum Judo-Mekka Berlins. Es fanden nämlich nicht nur die Einzelmeisterschaften der Damen und Herren statt, sondern auch die Vereinspokale der U14 und U18. Wir haben gesehen den Jugendpokal der U14 und der U18. Das ist ein Qualifikationsturnier für die deutschen Jugendpokalmeisterschaften. Jetzt sehen wir die Berliner Meisterschaft der Männer und Frauen. Da kann man sich qualifizieren für die deutsche Pokalmeisterschaft nächstes Wochenende. Der große Judo-Tag begann am Vormittag mit den Jugendpokalen. In mitreißenden Auseinandersetzungen setzten sich bei den Mädels die U14 der Kaizen Berlin und die U18 der Kampfgemeinschaft JC03 Berlin SG Einheit Pankow durch. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Verlauf, weil es ist eigentlich alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich denke, wir hatten auch eine gute Leistung als Team abgegeben. Und jetzt ging es halt in erster Linie um die Qualifikation für den Deutschlandausscheid in Spremberg. Bei den Jungs siegten sowohl in der U14 als auch in der U18 jeweils der Polizei SV Berlin. Am Nachmittag griffen dann die Senioren ins Geschehen ein. In jeweils 7 Gewichtsklassen suchten die Berliner Judoka ihre Besten. Die Berliner Meisterschaft ist für mich ein Turnier, das hat mich seit der Kindheit begleitet in den jüngeren Altersklassen und jetzt halt da mal eine Berliner Meisterschaft gewonnen in den jüngeren Klassen und jetzt halt bei den Männern ist es natürlich immer was Schönes, damit zu machen. Der Berliner Meistertitel ist für einige ambitionierte Kämpfer aber nur ein Bonus, steht bei ihnen doch die Qualifikation für die nächsthöhere Ebene im Vordergrund. Die Berliner Meisterschaft der Männer ist eine Qualifikation für die Deutsche bei den Männern. Und es ist auch mein Ziel, dort teilzunehmen und erfolgreich rauszugehen bei der deutschen Männer. Ja. Während also Kampfsportler mit großen Plänen die Titelkämpfe eher als Durchgangsstation sehen, ist es für einige junge Talente die Bühne für ihre ersten Schritte im Erwachsenensport. Das ist 2 Altersklassen höher, als ich eigentlich bin. Deswegen habe ich mich einfach überraschen lassen. An sich bin ich sehr zufrieden, war jetzt mein erster Wettkampf seit langem wieder. Und deswegen kann ich, glaube ich, sehr gut mit oder ganz zufrieden mit meiner Leistung sein. Mit den Ehrungen der frisch gebackenen Landesmeister geht ein aufregender Tag für den Berliner Judosport zu Ende.